So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke. Wir haben wieder was für euch vorbereitet, ein kleines Unboxing-Video zur nächsten WrestleCrate UK Box. Lass mal Adi vorbeilassen, denn der Mann, der Postmann hat gerade geklingelt und hat die neue WrestleCrate UK Box vorbeigebracht. Angeblich ist da doch ein Autogramm von Jeff Hardy drin, das wurde schon angekündigt. Ich finde es immer wieder klasse, wie die zusammengehalten ist, dass da links alles auf ist, da ist rechts alles auf und hier vorne ist ein so ein dünner Klebestreifen drüber. Das ist auf jeden Fall immer sehr cool gemacht, aber wir machen das jetzt auf. Wir schauen mal, vor allem welches T-Shirt da diesmal drin ist. Beim letzten Mal gab es Big Van Vader. Das habe ich nicht mehr gefunden, ist schon einen Monat her. Diesmal habe ich das hier, das war in einer der allerersten Boxen drin von WrestleCrate UK. Jetzt machen wir das mal hier auf. So, da sehen wir schon auf jeden Fall wieder irgendwas Fettes, Großes. Also in der Box, nicht neben der Box. Und haben hier wohl irgendwie so eine Art T-Shirt. Ali, beruhig dich mal. Ach, T-Shirt. Da ist bestimmt hier ein Poster drin. Wir machen mal das Poster auf, weil das uns zuerst in die Hand gerollt ist. Von wem wohl dieses Poster sein wird? Meistens kenne ich die Leute eh nicht. Den kenne ich aber. Das ist nämlich der Hook. Kennt ihr den Hook? Da steht sogar Ho, ne? Steht auch auf der Hose. Hook. Und Hook ist der Sohn vom Taz. Kennt ihr den Taz? Den Tasmaniac, der immer in der ECW rumgerannt ist, der auch dann Moderator war, Kommentator bei der WWF, der mit der Taz Mission immer die Leute verprügelt hat, also gewürgt hat. War auf jeden Fall eine richtig krasse Socke. Und das ist der Sohn vom Taz, der Hook. Und der Hook, der ist jetzt bei AEW und sorgt da richtig für Stimmung und alle freuen sich drauf und alle feiern den, auch vom Wrestling Spotfight Podcast Team. Ist er auf jeden Fall von dem einen Kollegen immer Hook, der Lieblingswrestler, der hat überall alles vollstehen mit Hook. Was ist das? Jetzt muss ich hier weiter reingucken. Wir haben hier eine DVD. Eine DVD, Wrestle Karneval Best of 2021. Der Wrestling Karneval, Zirkus beim Wrestling, sagt mir wieder mal nix. Best of 2021, Curtain Call, 1.8.21. Just Joe Lando gegen Callum Newman gegen Danny Black gegen Maverick Mayhew. Pure, 9.10.21. Jonathan Gresham gegen Chris Ridgway. Pure, 9.10.21. Alex Windsor gegen Jordan Grace. Carnival Mania, 14.11. Ivy gegen Lana Austin und Carnival of Horror, of Honor, 12.09.21, Giselle Shaw gegen Casey Owens. Das sind auf jeden Fall irgendwas, denk mal irgendwelche Independent-Ligen-Sachen. Kennt ihr irgendeinen Namen davon, wenn man das verstehen kann, wenn ich das ausspreche? Das wäre was für richtige Wrestling-Fans, wo ich mich vielleicht mit dem Hannes mal hinsetzen kann und kann mir mal Wrestling angucken, fernab der WWE und AEW und fernab von TNA und sonst was. Einfach irgendwelche Sachen, um zu gucken, was geht bei denen ab. DVD, das Cover finde ich eigentlich ganz cool, sieht ganz schick aus, alles in so einem schönen Rosa mit dem super Logo in der Mitte. Sind jetzt nicht so viele Kämpfe drauf, aber vielleicht sind die Kämpfe, die drauf sind, ja einfach richtig fett. Dann habt ihr hier WrestleCrate Presents The Big Book of Wrestling Puzzles. Ein Puzzlebuch vom Wrestling. Oha. Das ist aber... Da stehen... Da habt ihr hier so Rätsel drin. Da müsst ihr Namen suchen. Oder hier... Wortskrempel, da sind die Buchstaben durcheinander und ihr müsst es in die richtige Reihenfolge bringen. Und hier habt ihr so verschiedene Sachen, da wiederholt sich einiges. Wieder auch so Suchrätsel und das sind immer Themen oben drüber. Zum Beispiel steht hier Word Search, also die Wortsuche, der Männer Royal Rumble 2022 Entrance. Und jetzt müsst ihr hier drin Leute suchen. Finde ich irgendjemanden, der hier drin ist? Ach so, hier unten stehen ja sogar die Namen.
Hier unten stehen die Namen und die Namen müsst ihr hier drin irgendwo suchen. Hier AJ Styles, Big E, Dolph Ziggler, Johnny Knoxville, Mondez Ford, Rey Mysterio, Rich Holland, Sheamus. Also lauter solche Sachen. Hier habe ich zum Beispiel Damian Priest gefunden. Damian Priest ist hier drin. Da ist also auch was fürs Köpfchen dabei, dass ich so ein ganzes Rätselheft voll habe, wo ihr dann auch Crossword, Bret Hitman Hart. Ah, alles um Bret Hitman Hart. Hier sind Fragen dazu und ihr müsst die beantworten und hier eintragen, die Antworten, die ihr kennt und findet. Und dann muss das alles ein großes Ganzes ergeben. Boah, ist natürlich alles auf Englisch. Da wird es nochmal schwieriger, aber trotzdem eine interessante Sache. Die war bisher auf jeden Fall in keiner Box dabei. Dann haben wir hier ein Autogramm von Big Papa Pump, Scott Steiner, immer mit seinem Kettenhemd, Schutz, Kopf, wie auch immer. Ist er jetzt auch in die Hall of Fame eingeführt worden. Big Papa Pump, Scott Steiner, das ist das Autogramm in dieser, also heißt das, das Autogramm von Jeff Hardy ist in der nächsten und nicht in dieser. Das ist immer komplett durcheinander, weil die in der E-Mail irgendwas geschrieben haben. Aber hier ist ja die Itemlist. Hier steht fürs nächste Mal schon Exclusive Autogramm Inside Maze, weil das ist jetzt die für April, die kommt Ende April für April und im Mai ist dann also ein Autogramm von Jeff Hardy drin. Dann ist hier die Itemlist, wo ihr vergleichen könnt wieder, was in den großen und den kleinen Boxen ist. Hier habt ihr wieder einen Monat lang One Free Months of On Demand Grade 22. Code Grade 22, valid to be used until May, also bis zum Mai kann man das noch nutzen, wenn man hier drauf geht, da ist auch hier die Internetadresse, da gibt man also Grade 22 ein und kann auf pcwondemand.pivotshare.com gratis alles angucken und sich reinziehen. Hier ist auch nochmal von PCW, auch im Prinzip hier wie so ein kleiner Flyer dabei. Live Wrestling, 13. Mai und hier Wood Dares Wins, auch nochmal was. Featuring AEW Star Warhorse. Kennt ihr Warhorse? Sieht aus wie Ultimate Warrior, nur irgendwie ein bisschen anders. Ich habe bisher noch nie so einen gratis Monat eingelöst, weil ich immer keine Zeit habe. Ich habe auch noch keine einzigste DVD mehr angeguckt, weil ich immer keine Zeit habe. Die Boxen sammle ich, weil ich die übelst toll finde. Und jetzt haben wir das T-Shirt auch noch da, was ich hoffentlich beim nächsten Mal dann anziehen kann. Odding Barb Weyer? Atschmatsch? Keine Ahnung. Wir machen es mal auf, gucken mal, was da drin ist. Und dann schauen wir uns noch kurz die Itemliste an, aber erstmal das... Oh, Cooking! Das sitzt da wieder im Karton. Ich hab's doch gewusst. Da ist es angezeichnet. Da kannst du die Katze in den Karton setzen. Und dabei setzt sich die Katze selber in den Karton. Ganz automatisch. Schauen wir noch, was das hier ist. Das scheint ein japanisches T-Shirt zu sein. Kann ich nicht lesen. 4. August 1990. Exploding Barbed Wire Deathmatch. Shio Dome Arena, Tokio, Japan. Electrical charged and primed with explosives. Habt ihr schon mal ein Exploding Barbed Wire Deathmatch gesehen? Ich noch nicht. Das Design vom T-Shirt gefällt mir aber trotzdem. Wieder die Farben, das ist richtig fett. Der ganze Wanst ist einfach voll. Wenn ihr das so anhabt und rumsitzt, das sieht auf jeden Fall sehr fresh aus. Und ein japanischer Schriftzug drauf. Ich feiere die Designs jedes Mal. Ich glaube, ich habe noch kein T-Shirt dabei gehabt in der Box, was mir gar nicht gefallen hat. Auch wenn ich meistens nicht erkenne, was das für Leute sind, haben wir trotzdem immer Spaß mit den T-Shirts gehabt. Jetzt möchte ich noch kurz mal hier die Itemlist vergleichen. Scott Steiner Autogramm war dabei, Barbed Wire Deathmatch T-Shirt war dabei, Wrestle Circus Best of DVD war dabei, Superstar Poster war dabei, ja, vom Hook, Big Book Wrestling Puzzles war dabei, Months of the Month war dabei und zwei Sachen waren nicht dabei bei mir und zwar gibt's in der Riesenbox Ring 27 Saito Suplex Trucker Cap. Also da muss wohl ein Cappy, eine Trucker Cap dabei gewesen sein in der großen Box noch von Ring 27 Saito Suplex, wenn der so heißt oder vielleicht heißt er auch nur
Saito. Vielleicht ist es auch eine Liga, eine Firma und da steht dann einfach Saito Suplex und Weapons of Pro Wrestling Pin 2. Also ein Pin, ein Anstecker war auch dabei in der großen Box. Bei mir jetzt nicht. Ich mache mir eh keine Pins dran. Ihr kennt das vielleicht aus der Schulzeit. Viele Leute haben sich da immer lauter Pins an den Rucksack gemacht, hin und her. Aber ja, bist du nicht mehr in der Schule, brauchst auch keine Pins mehr. Den Rest, den ich trotzdem als Pin so gekriegt habe, sammle ich ja immer. Ich möchte ja irgendwann, wenn das eine Jahr mit den Boxen um ist, vielleicht eine große Wrestling-Box-Verlosung machen mit den Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt brauche. Also die T-Shirts werde ich behalten, aber vielleicht ein paar Poster oder das Rätselheft oder die Pins oder die Figuren, die so da drin sind, dass man die vielleicht nimmt und mal in einem großen WrestleCrate UK Gewinnspiel raushaut. Für die Leute, die immer so fleißig die WrestleCrate UK Unboxings gucken. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sind gespannt, was beim nächsten Mal drin ist. Cat in the Box auf jeden Fall. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ramses. Ah, Ramses. Ciao.